Weil soweit ich weiß, durften die ja hier auch nicht spawnen, wenn so ein bisschen Licht ist. Vielleicht ist es auch nur Träumerei. Gut, dann kommt der da noch hin, dann können wir Kohle nicht reinschmeißen, weil die haben wir benutzt, wa? Oder haben wir die hier reingeschmissen? Nein. Nein. Okay, schlecht. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch ein bisschen Kohle. Aber dann haben wir es wohl nicht. Aber wir können ja Holz reinschmeißen. Das ist auch nicht weiter schlimm. So. Zum Beispiel so ein Zaunteil. Das muss ja auch brennen, oder? Naja, klar. Aber wahrscheinlich schneller als das Fleisch gut ist, oder? Na, vielleicht kriegen wir zwei raus. Und der Rucksack war leer. Jetzt machen wir noch die Bienchen da rein. Ja. Dann sind unsere Rucksäcke auch erstmal leer. So, dann wollte ich den hier pflanzen, weil das Holz gefällt mir. Das möchte ich irgendwie den hier auch haben. So, zack. Und dann müssen wir uns ein paar Birken klatschen gehen, damit wir Holz haben, wa? Aber wir fangen erstmal hier mit dem Baum an. Und ich merke schon, es wird schon wieder dunkel. Sehr dunkel. Ah, habe ich nicht hier noch ein Holzstück gesehen? Doch. So, hier noch irgendwas drinnen? Nee. Denn die spawnen mal, damit wir vielleicht ein paar Sapplinge haben. War das jetzt unter dem Baum nur so dunkel? So, zwei Birken, Sapplinge haben wir schon mal. Quatsch, Eichen-Sapplinge. Sonne steht noch hoch am Himmel. Auf jeden Fall schön, dass wir hier ein bisschen Wald haben, dass wir gleich ein bisschen Holz haben. Wir können hier dann richtig anfangen zu arbeiten. Ich sehe schon überall die Monster, super. Also wir haben auch Höhlen hier. Da freue ich mich am meisten drauf. Höhlen. Warum wird denn das so dunkel? Ist das echt schon, weil die Sonne untergeht? Da unten steht noch Tag. Deswegen wundere ich mich gerade so ein bisschen. Aber dann scheint das hier recht schnell dunkel zu werden. Bestimmt Winterzeit. Gut, dass wir ein Bett haben. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So. Noch ein bisschen Holz. Und alle Saplinge einsammeln, damit wir auch wieder Bäume pflanzen können. Nicht, dass wir hier am Ende ohne irgendwas stehen. Zählt raus? Ja. Die spawnt. Ich glaube, Birken haben wir echt am meisten hier. Und ich finde auch schön, dass wir diesmal Dorfbewohner gleich bei uns haben. Das finde ich schön. Weil später kann man ja mit denen handeln. Ich weiß zwar nicht, was die jetzt haben wollen, aber wir werden bestimmt irgendwann Sachen haben, die die haben wollen. Und dann kriegen wir ja die Smaragde und so eine Sache, ne? Oder können gegen irgendwelche anderen Sachen tauschen. Die wir vielleicht brauchen und die haben. Na, Schwein und Schafe haben wir auch hier. Also wir können hier auch gleich eine richtige Zucht machen. Haben wir schön viel Fleisch. Was wir bei dem anderen Beyond gar nicht hatten. Wir hatten kaum Tiere, ne? Auf der Insel, wo wir waren. Finde ich schon hier ein bisschen schöner. Dass wir hier wirklich eine Menge Tiere haben. Müssen nur aufpassen, dass sie nicht wegrennen. Was ist das da? Mystische braune Blume, okay. Und hier haben wir noch Eichenholz, wa? Schwarzes Eichenholz sogar. Und eins, was ich vermisse, ist ja hier unsere schnelle Axt, die das mit einem Haps weggeknallt hat.
Ups. Nein. Ach, das ist so doof. Ja, stimmt. Oh, das ist aber ein schönes Holz. Ach, warum ist denn die jetzt nicht dunkel? Ach, und wir haben kein Eisen. Boah. Da hinten ist Stein, hier ist Stein. Dann nehmen wir ein bisschen Stein, dann haben wir wenigstens Steinachs, wa? Obwohl, unsere Axt war ja aus Stein, ne? Die war ja aus nichts anderem. Vielleicht ist sie auch deswegen so schnell kaputt gegangen jetzt. Aber gut, dass wir hier direkt rankommen und nicht uns erstmal runterbrühen müssen, bis wir auf Stein kommen. Finde ich so schon mal ganz angenehm. Natürlich kommen wir hier nie hoch. Wie könnte es auch anders sein? So. Na. Wir haben natürlich auch keine Stickies mehr. Doch, haben wir noch da. Aber wir können ruhig noch ein paar mehr gebrauchen. So. Was wollten wir bauen? Eine Axt. So. Und schon können wir den Baum weiter schlachten. Aber mit dem dunklen Holz, das finde ich ja cool. Weil bei den anderen Texturen Pack, was ich da bei After Humans zurzeit nutze, sieht das nicht so schön aus. Muss ich ja fast überlegen, ob ich das Texturen Pack hier da importiere. Alles Holz raus, ja. So, dann haben wir auch das Holz. Und unsere Werkbank nehmen wir auch mit. Ne, finde ich echt schön. Das sieht cool aus. So, pflanzen wir mal gleich wieder nach hier, wa? Muss ich davon vier nebeneinander setzen oder reicht das, wenn ich die einzeln hinsetze? Werden wir sehen, wa? Noch haben wir ja genug. Sind hier noch ein paar Sachen runtergekommen? Ein paar Setzlinge? Nicht, dass wir am Ende keine Bäume mehr haben. Ja, hier sind noch ein paar Setzlinge runtergekommen. Ui. So. Ich weiß gar nicht, ob die sich hier selber einpflanzen. Auf jeden Fall haben wir irgendwo eine Spinne hier. So, haben wir gleich hier einen dichten Wald. Schön. Muss hier irgendwo drunter sein, wa? Ja, genau unter uns. Weiß ich ja schon, wo wir in die Höhle gehen. Achso, ich sollte vielleicht noch nicht so rennen, weil wir haben ja noch gar nicht so viel zu essen, ne? Ist hier noch irgendwas runtergekommen? Hier hatten wir den noch weggenommen, oder? Sind da echt nur zwei rausgekommen? Nee, hier sind noch welche. So, pflanzen wir mal lieber noch ein paar. Bin ja gespannt, ob die so wachsen oder ob wir dafür doch die zusammensetzen müssten. Vier Saplinge, weiß ich nicht. Mal gucken. So, ich würde sagen, wir holen uns hier noch ein bisschen Stein, damit wir dann auch ein Haus anfangen können zu bauen. Ups. Ich möchte diesmal nämlich nicht hier wieder in so einen Berg reingehen und dann von aus dem Berg raus ein Haus bauen. Ich möchte diesmal schon mir ein direktes Haus bauen und Steinbruch ein bisschen weiter weg haben. Wo wir dann auch eine Höhle machen können und wo wir runtergehen können. Finde ich dann viel schöner. Und vor allem will ich mehr Platz haben diesmal, weil ich möchte natürlich die Windmühlen auch wieder bauen und die Wasserräder und alles, damit wir auch Strom nachher haben. Aber das ist jetzt noch alles in weiter, weiter Ferne. Und das stört mich ein bisschen, weil wir hatten bei der anderen Karte natürlich gerade die Windräder und so. Hatten Strom, hatten ein paar Maschinen, das ging alles schneller und jetzt fange ich im Grunde wieder von vorne an.
Das ist das Einzige, was mich gerade so ein bisschen stört. An der ganzen Sache. Ach, ein bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht. Stört mal auch, dass wir jetzt gerade keine Kohle finden. Hatten wir beim letzten Mal mehr Glück. Aber da wart ihr ja gar nicht bei, weil ich ja die Aufnahme verhauen habe. Weil ich ja der Meinung war, ich müsste ja kein Mikrofon anmachen. Ja, da habe ich nämlich die Hacke einfach im Berg gehauen und hatte sofort Kohle gefunden. Ist jetzt ein bisschen duster, war ja. Naja. Man hört ja, worauf ich schlage, oder? Wir werden mal schlafen gehen. Wir werden jetzt auch genug Steine haben, denke ich mal. Über den Stack auf jeden Fall. Weil ich hätte noch ein bisschen Kohle gerne gehabt, wa? Da kommen wir mal die Hacke hier noch kaputt. Was soll der Geiz? Was sollen wir hier so eine halbe Hacke mitnehmen? So. Ach. So, noch kein Baum gewachsen, ist aber Alarm hier. Doch, der ist gewachsen, ne? Oder? Der kommt mir neu vor. Ah, nun renn doch mal hier. Ah, noch ein Sapling. Ups, eingepflanzt. Haben wir hier noch ein paar Saplinge? Autschi. Ah, meine Leertaste, die nervt mal auch. Gut, hier haben wir nichts. Was bist du? Cotton. Okay, also Stoff genug. Müssen wir nur anpflanzen. So, wo war denn jetzt unser Anfang? Hier. So ein bisschen schöner wäre es ja, wenn es ein bisschen ebener wäre, ne? Überlege, dass wir hier vielleicht die Erhöhung mal kurz wegnehmen. Ist hier was fertig? Ja. Wir haben nur einmal rausgekriegt, ne? Ein Fleisch aus so einem guten Zaun. Na komm. Da. Damit wir auf jeden Fall Essen haben. Gut, das lassen wir erstmal. Das können wir halt mitnehmen. Das kann auch raus. Das Schwarzholz auch. Dann machen wir uns mal kurz hier eine Schippe. So wollte ich es haben. So, dass wir es hier ein bisschen glatt haben. Damit wir eine schöne, gerade Fläche haben. Das können wir nachher ein bisschen ausgleichen, dass wir da noch mehr Freifläche haben. Damit wir uns hier ein schönes Haus bauen können, dass wir nicht so klein wieder alles haben. Und dann möchte ich ja auch wieder die Schmiede so ein bisschen haben. Ich weiß nicht, machen wir die wieder unterirdisch oder wollen wir die hier draußen machen? Im Grunde würde ich schön finden, wenn wir dafür so ein extra separates Haus hätten, wo wir die Schmiede reinmachen können. Vielleicht, wo es innen so ein bisschen nach unten versetzt ist. Weil die Schmiede wird ja recht groß. Damit das Haus nicht zu hoch wird. Müssen wir mal sehen, wie wir das irgendwie machen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall finde ich schön, dass wir so schnell einen Bauplatz gefunden haben, der hier so einigermaßen dem entspricht, was ich haben möchte. Und wir müssen ja nicht immer hier bleiben. Wir können ja auch mal woanders hingehen. So, der Mond geht auf. Ich sollte echt mal pennen gehen. Weil ich möchte mich hier mit den Monstern echt noch nicht anlegen. So, ich muss mal kurz was trinken. Entschuldigung. Aber Prost. So. Wie sieht's aus? Ganz gut. Wo machen wir denn Felder hin? Weil wir müssten ja jetzt dann vielleicht auch demnächst mal was anpflanzen. Und das Problem ist ja, wir brauchen Wasser. Und hier unten finde ich es eigentlich ganz schön, oder? Auf die Seite können wir dann später die Mühle machen, dass das Wasser da so runterläuft. Und hier können wir doch mal anfangen mit Feldern. Könnten wir auch noch ein bisschen nach hinten ziehen, das geht. So, wir haben jetzt natürlich keine Ranch.
Dann bauen wir uns die mal schnell, die Hacke da. War die so zufällig? Ja. Man, langsam habe ich Ahnung von Minecraft. Manchmal überrasche ich mich selber.